Zwei Stück stelle ich Ihnen da vor. Das eine ist das Counting Sort, das andere heißt Bucket Sort. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Lineare Sortieren, Counting Sort. Das funktioniert aber nicht so ganz allgemeingültig, wie das vielleicht bei den anderen Verfahren ist. Wir brauchen zusätzlich noch so ein paar Randbedingungen. Und zwar bei dem Counting Sort ist es so, dass das zunächst mal so formuliert ist, dass es nur für natürliche Zahlen funktioniert und dass die eine bestimmte Größe nicht überschreiten dürfen. Nur dann kriegen wir eine Laufzeit hin, die halt besser ist als das, was wir bislang gesehen haben. Also das ist im Prinzip der Algorithmus und der ist fürchterlich schwierig zu verstehen, weil man hat da so verschiedene Felder, die uns, man gibt ein Feld A rein, es kommt ein Feld B raus und wir brauchen noch ein Hilfsfeld C. Genau, das K ist quasi eine Schranke für die Größe der Zahlen. Wir gehen das gleich mal an einem Beispiel durch, dann wird der Ablauf ungefähr klar. Also wir haben drei Felder, A von 1 bis N ist die Eingabe, B ebenfalls von 1 bis N ist die Ausgabe. Und C, das geht von 1 bis K, ist einfach so ein Hilfsfeld. Ja, und Voraussetzungen, das sehen Sie schon, wir nutzen hier sozusagen die Einträge in A als Indizes für unsere Hilfsfelder. Das heißt, für dieses Feld A von 1 bis N, das sind irgendwie natürliche Zahlen. Und, wo kommt das noch vor, beispielsweise hier, wir haben ja ein Feld, dieses Feld C, das geht von 1 bis K, hier fließt im Prinzip mit ein, dass diese AIs, dass die kleiner als K sind, kleiner gleich K. Initialisieren wir dieses Hilfsfeld. Da laufen wir quasi über das Feld A drüber. Wir rechnen irgendwas plus 1. Genau, was gilt, wenn wir das ausgeführt haben? Was gilt nach der Ausführung von Zeile 3 bis 4? Ich zähle hier die Häufigkeiten der Einträge in den AIs oder in den AJs. Ja, ich gucke mir sozusagen den Wert an. So, AJ, das nutze ich als Index für das C. Ja, und die zähle ich einfach immer um 1 hoch. Das schreibe ich einfach mal so hin. Was soll das heißen? Ne? Irgendwie hier diese senkrechten Striche, quasi Betrag, also auf eine Menge bezogen heißt das immer die Elementanzahl. Gucken wir an, sozusagen, wie viele Elemente in dem Feld A haben den Wert M. Das ist genau der Index hier für das C. Und die zähle ich einfach. Ist fast genau das Gleiche. Da addiere ich die einfach auf. Das heißt, da zählen wir quasi, wie viel gibt es denn kleiner gleich m. Ist nur Oberreitung, ist noch nichts mit Sortierung. Laufen wir einfach nochmal durch, Zeile 3, 4, 5 und 6. Gucken wir einfach mal nach. Das ist mein Eingabefeld. Die Elemente sind alle kleiner gleich 6. So, vor j gleich 1 bis Länge a. Also wir laufen jetzt einmal hier durch. Für j gleich 1 gucken wir, an der Stelle 3 tragen wir eine 1 ein. AJ, j ist 1. Das ist jeweils der Wert von J. An der Stelle AJ hat den Inhalt 3, C von 3, also soll das Feld C hier darstellen. Initial hat das die Werte 0, 0, 0, 0, 0. An der Stelle 3 tragen wir eine 1 ein, indem wir einfach einen aufaddieren. Und ich trage jetzt immer nur die Veränderungen von Durchlauf zu Durchlauf ein. Zweiter Durchlauf, J gleich 2. Wir gucken uns A2 an, hat den Wert 6, da steht noch nichts, also tragen wir da eine 1 ein. J gleich 3. An der Stelle A3 steht eine 4, also tragen wir hier eine 1 ein. J gleich 4. A4 hat den Wert 1, also müssen wir hier eine 1 eintragen. Ich trage immer die 1 ein, weil wir da gerade einen aufaddieren. J gleich 5. Die 3, aha, jetzt passiert was Neues. Jetzt holen wir uns den bisherigen Wert von C3, der war 1, addieren einen drauf, also kommt hier eine 2 rein. J gleich 6. A6 hat den Wert 4, bei 4 hatten wir auch schon was stehen, also kommt hier auch eine 2 hin. J gleich 7, A7 hat den Wert 1, da stand auch schon was, auch da kommt eine 2 hin. J gleich 8, A8 hat den Wert 4 und hier kommt eine 3 hin. Das heißt, nach Ausführung haben wir da stehen 2, 0, 2, 3, 0, 4. Das ist das Ergebnis von Zeile 3 bis 4. So, jetzt führen wir noch die Zeilen 5 bis 6 aus und da addieren wir einfach auf. Vor i gleich 2, also bei 1 bleibt so stehen, die 2. Und dann addieren wir einfach ci plus ci minus 1, also diese beiden, da kommt eine 2 hin. Vor i gleich 2 bis k, wir laufen jetzt noch einmal über das Feld c drüber. Wir addieren c2 plus c1, das sind diese beiden Felder, schreibe ich hier rein. c3 setzt sich zusammen aus dem bisherigen Wert von c3. Plus den Wert von C2, also den Wert plus den hier.
Super. 4 plus 3 ist 7, 7 plus 0 ist 7, 7 plus 1 ist 8. Alles nur Vorbereitung. Hat noch nichts mit Sortierung zu tun, ne? Was heißt denn das C? Was haben wir denn gerade gesagt? C von M nach Zeile 3, 4 gibt uns C an, CM an. Ist das die Anzahl der Elemente A? Und das ist natürlich aufsteigend, wenn ich das sozusagen hochrechne, dann kann das nur steigen. So, und jetzt führen wir sozusagen die eigentliche Sortierung durch. Das war unsere Eingabefolge. Und jetzt tragen wir hier ein, was wir da eben berechnet haben. So, und was das eigentlich ist, dieses CJ. Dieses CJ gibt uns den Index an, an dem das Element AJ in dem Feld B eingetragen wird. Nennen wir mal irgendwie einen anderen Index, I eingetragen wird. Also, das sind Indizes, um die Werte, die hier in A drin stehen, an der richtigen Position hier in B einzutragen. Und das wird genau mit dieser Schleife hier gemacht. Ja, ich fange im Prinzip oben an, hole mir das letzte Element her, hole mir den Wert raus. Also, laufen wir einfach mal durch. Und dann wird auch der Ablauf, glaube ich, klar. So, was ist das? J ist 8. Ja, hier vorne habe ich schon schön die Indizes hingeschrieben. M ist 4. Ja, ist genau dieses Element hier. Dann muss ich mir angucken. C, 4, gibt mir jetzt den Index an, wo ich dieses Element eintragen muss. Und zwar an der siebten Stelle. Das sagt genau diese Zeile hier aus. Zeile 9. Ich hole mir die Position, also den Index her, ist die 7, muss ich dieses Element eintragen. Und dann, wenn ich jetzt noch eine 4 habe, kann ich die ja nicht nochmal hier eintragen, sondern ich muss die davor eintragen. Also dieses CJ gibt mir sozusagen initial den höchsten Index an, an dem ich ein Element hier aus A eintragen muss. AJ ist die 4. Genau, da kommt eine 6 rein. Ne? Dann ziehe ich von dem bisherigen Wert ziehe ich einen ab. So, laufen wir nochmal durch. Jetzt haben wir J gleich 7, das ist die 1. Hier kommt eine 1 hin. Dann trage ich in C von 1, das ist an der zweiten Position, also hier, trage ich genau die 1 ein. Ja, die 4 bleibt hier erstmal so drin. Und was ändere ich hier? AJ war 1, also die 1 muss ich um 1 reduzieren, das heißt, hier kommt eine 1 hin. Dann laufe ich nochmal durch, J gleich 6 ist auch eine 4 und bei C4, das ist das Ding, haben wir jetzt inzwischen eine 6 stehen. Also trage ich jetzt diese nächste 4 genau hier vor ein. Das heißt, wir haben hier eine 1, diese 4, die bleibt und dann kommt hier noch eine 4 hin. Und so laufe ich jetzt irgendwie weiter durch. Und was hier noch reduziert wird, hier noch das auf eine 5. J gleich 5, A5 ist eine 3, C3 ist an der vierten Position, da müssen wir sozusagen als letztes die 3 eintragen. Das heißt, hier kommt jetzt eine 3 hin. 3, das bleibt und das bleibt. Und wir müssen modifizieren hier diese 4 auf eine 3. Ich schreibe mal den Zwischenstand vielleicht dahin. 1, 2, 3, 5, 7, 8. J gleich 4, die 1, dann müssen wir bei C nachgucken, C1, haben wir inzwischen eine 1 stehen, das heißt, die nächste 1 müssen wir hier eintragen. Und der geht auf 0 runter. Ja. Die hätte ich vergessen einzutragen. J gleich 3, das M ist, A3 ist wieder eine 4. C4 ist inzwischen bei 5, also müssen wir hier an der fünften Stelle eintragen. Da kommt wieder eine 4 hin. Den hatten wir, 1, den hatten wir auch. Und der wird wieder um 1 reduziert. J gleich 2, das ist die 6. Und C6, wir müssen jetzt C6 nachgucken, das ist an der 8. Stelle. Das heißt, die 6 müssen wir an der 8. Stelle eintragen. Hier kommt die 6 hin und die Werte bleiben stehen. Die 7 hin, ne? Ja, und der letzte Wert, J gleich 1, A1 ist eine 3. Wir gucken uns jetzt an, C3 ist an der inzwischen dritten Position. Bei der 3 also müssen wir was eintragen. Das heißt, letzte 3 müssen wir an dieser Stelle eintragen. Da ist auch gerade noch Platz. So, und hier steht jetzt genau eine aufsteigend sortierte Folge. Also das ist ziemlich trickreich hier dieser,
dieses C eingesetzt, da werden einfach die Indizes verwaltet. Die geben uns halt an, wo wir halt einen bestimmten Wert an welcher Position in diesem Eingabefeld eintragen müssen. Jetzt gucken wir uns diesen Algorithmus nochmal an. Wie viel Zeit brauchen wir hierfür? Länge von A, das ist in unserem Beispiel N. O von K, ja, ganz einfach. Sagen wir eine Schleife von 2 bis K. Alles Elementaroperationen in diesen Schleifen. Und hier haben wir auch eine Schleife von Länge A bis 1, umgekehrt also auch bis N. Was ist das in Summe? Können wir irgendwie so zusammenfassen. Boah, das ist irgendwie wichtig hier. O von N plus K. Also unter der Annahme, Laufzeit ist O von N plus K. K selbst in O von N ist, also eine bestimmte Größe nicht überschreitet, dann hat Counting Sort O von N Laufzeit. Ja, also wenn die Einträge selbst klein sind, wenn die begrenzt sind, dann ist das Counting Sort ein lineares Sortierverfahren. Ja, und das ist, wir hatten eben gesehen, untere Schranke. Wie passt denn das jetzt zusammen? Wir hatten eben gesehen, untere Schranke für Sortieren ist N log N. Und jetzt sagen wir hier, Mensch, das ist ja ein lineares Verfahren. Wir haben nämlich keine Vergleichsoperationen mehr. Ne? Wie sieht es denn damit im praktischen Einsatz aus? Wenn Sie irgendwie 32-Bit-Werte haben. Da sind einmal die Einträge, sind ja von der Größe irgendwie beschränkt. 32-Bit-Werte, da hätten wir schon relativ große Felder. Also da eher nein. Also wo das vielleicht ganz gut geht, irgendwie so bei kleineren, 8-Bit oder 4-Bit, da geht das vielleicht ganz gut. Aber so als allgemeingültiges Sortierverfahren eher weniger. Aber es kommt zum Einsatz in einem anderen Sortierverfahren, dem sogenannten Radix-Sort. Aber so als allgemeingültiges Verfahren eigentlich eher nicht. Hat aber eine schöne Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft der Stabilität. Wenn die bei der Sortierung die Reihenfolge identischer Elemente, wenn die erhalten bleibt, das war eben unsere Eingabefolge. Und bei dem Counting Sort ist es so, diese 3 hier, die erste, die landet hier. Die zweite 3, die landet dahinter. Das heißt, identische Elemente, die werden im Rahmen dieser Sortierung nicht miteinander vertauscht. Das ist bei einzelnen Zahlen, wenn ich Zahlen sortieren will, natürlich nicht so spannend. Spannend ist das eher, wenn Sie irgendwie Elemente haben, die aus mehr als nur einer Information bestehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Adresskarten, ja, und sortieren nach dem Nachnamen. Würden dann den Paul Müller und die Susi Müller sortieren. Ja, irgendwie kommt die vor. Und in der Eingabe steht irgendwie Paul vor Susi, lexikografische Ordnung, wenn ich mir irgendwie die Nachnamen angucke. Und nicht stabiles Sortierverfahren könnte die beiden vertauschen. Und wenn ich dann so eine Information habe, die halt aus mehr als nur einem Datum besteht, also beispielsweise im Nachnamen, dann könnte das vielleicht irgendwie unschön sein. Bei so einem stabilen Verfahren bleibt das halt erhalten. Ja, hier beispielsweise haben wir 3 Vieren. Die erste 4, das ist genau diese hier, das ist diese hier und das ist diese hier.